Sachsen, Südniedersachsen, nach Göttingen in die Universitätsstadt. Und da ist heute zu Gast eine Meisterin, noch eine ganz junge Studentin, die eigentlich in Magdeburg sonst zu Hause ist, aber heute in Göttingen ist, weil sie da nämlich gebürtig herkommt. Und die junge Dame ist keine geringere als die Fiona, Fiona Sieber, die schon zweimal German Masterin war und U16 Europameisterin und auch natürlich zweimal deutsche Jugendmeisterin. Herzlich willkommen heute bei uns in der Kadershow, Fiona Sieber. Ja, hallo Sebastian, danke für die Einladung. Wunderbar, schön, dass das geklappt hat. Gerne auch kurzes Feedback im Chat, ob ihr uns gut hören könnt, ob ihr uns sehen könnt, ob die Technik steht. Dann können wir hier auch locker flockig drauf losreden und die Fiona heute mal ein bisschen präsentieren. Freue ich mich sehr drauf. Ich durfte Fiona auch schon ein bisschen persönlich kennenlernen durch Faszination Schach. Die macht ja auch ganz tolles selber Kindertraining. Aber wir wollen natürlich heute mal erstmal hören, wie du selber zur Meisterin geworden bist und wie du selber das denn alles so gelernt hast. Fiona, kannst du dich erinnern oder ist es dir zugetragen worden, wie deine ersten Schritte waren zum Schach? So, da kommt auch erst, ja, aus dem Chat, genau, schreibt mal alle, dass ihr da seid, dann freuen wir uns und ob kurzes Feedback, ob der Ton gut ist und ob ihr uns gut sehen könnt. Also, liebe Fiona, weißt du noch oder ist es dir erzählt worden, wie du zum Schach gekommen bist? Ja, also ich war vermutlich relativ alt, als ich angefangen habe im Vergleich zu anderen Schachspielerinnen. Mein Vater hat mir Schach mit 7 beigebracht, weil er auch von seinen Verwandten gehört hat, er hat einen Cousin, der selbst im Schachverein war, dass das gar nicht so viel Sinn ergibt, den Kindern das Schachspielen so früh beizubringen und man das eher im jugendlichen Alter beibringen sollte. Autsch. Ja, aber er hat mir dennoch dann mit 7 Schachspielen beigebracht und ich war sofort sehr fasziniert davon. Okay. Und dann hat es nicht lange gedauert und dann sind wir einfach mal im Verein, dem ESV Rot-Weiß Göttingen, vorbeigekommen. Okay, dann wart ihr direkt beim ESV Rot-Weiß Göttingen, weil das ist ja ein super Verein. Ich erinnere mich nämlich, die haben wir eher auch porträtiert in der DSOL-Liga, ein ganz sympathischer Verein, die sich auch danach direkt beworben haben, ob man da nicht noch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen kann, aber dazu später mehr. Also die sind sehr aktiv und das war dein erster Verein. Da warst du dann 7 oder dann warst du schon 8 dann für den Verein? Nee, ich war dann 7, also das relativ eine Woche später oder so nach meiner ersten Partie gemacht. Okay, ja, das ist ja natürlich ein Blitzstart dann. Also von daher ist es ja gar nicht schlimm, dass du schon 7 warst. Also das heißt mit 7 direkt in den Verein und da warst du direkt als Talent gesichtet oder wurdest du direkt zu unter deine Fittiche genommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Hat sich da ein alter Opi um dich gekümmert oder hattest du da einen jungen Trainer oder ein Mädel, das sich dir angenommen hat? Wie war das? Ja, also beim ESV gibt es relativ selten, das ist eine weibliche Jugendtrainerin, Tamara Klink, auch selbst damals noch aktiv in der Frauenbundesliga gespielt, bei Baden-Baden, und hat dann mit einer Jugendgruppe jeden Donnerstagabend Training gemacht. Und dann habe ich auch, ich glaube, ein halbes Jahr, ein Jahr später angefangen, meine ersten Schnellschachturniere zu spielen und da habe ich dann sofort sehr gut abgeschnitten. Okay, also dann bist du ja in Rudi, bist direkt als Diamant da durchgestartet. Das ist natürlich genau Tamara Kling, die haben wir hier auch genau in der Show vorgestellt. Eine Großmeisterin, ich glaube gebürtig aus Kasachstan, hat damals auch in Baden-Baden gespielt, in der Bundesliga, genau. Und ist immer noch Trainerin beim ESV Rot-Weiß Göttingen und hat viele Talente schon herausgebracht. Und zurzeit gibt es ja auch wieder ein neues Talent, die Antonia Ziegenfuß, die spielt jetzt auch bei Baden-Baden. Aber gut, da kommen wir vielleicht auch noch mal ein anderes Mal zu der Antonia. Aber heute ist natürlich der Fokus hier Fiona, total durchgestaltet. Aber Tamara Kling kannst du also absolut empfehlen, ja? Als Kinderlehrerin, die hat dich da in ihren Bann gezogen und dich so begeistert, dass du dann richtig durchgestartet bist. Ja, auf jeden Fall. Schön. Und das heißt, du hast gerade schon gesagt, die ersten Schnellschachturniere dann und wann ging es dann auf die ersten Meisterschaften? Kannst du dich daran erinnern oder musstest du erstmal ganz viele Bücher lesen oder hast du das überhaupt gemacht oder hast du nur Training gemacht einmal die Woche da mit deiner Jugendgruppe und ihr habt euch da gegenseitig hochgeschaukelt? Ich weiß, dass mein Vater mich damals sehr unterstützt hat. Ich glaube, ich hatte diese Stappenhefte, diese Taktikhefte. Ja, aber natürlich kann man in dem Alter nicht so viel selber machen, wie wenn man dann älter wird. Also war das schon eher so, ich habe dann was, naja, gemacht. Aber vor allen Dingen, wenn andere Leute mir gesagt haben, okay, mach mal was in dem Schachheft und so. Jetzt nicht so aus Eigeninitiative, dass ich mir da groß Bücher besorgt hätte oder so. Ja, klar.
Aber es ist ja schon mal super, dass dein Papa dich da gut unterstützt hat und dann auch rumgefahren hat zu den Turnieren. Und kannst du dich erinnern, wann dann die erste offizielle Meisterschaft war? Gab es da Niedersachsen-Meisterschaften oder gab's da, hast du bei den Mädchen gespielt oder offene Gruppe? Weißt du das noch? Ich weiß, dass ich 2008 das erste Mal bei den Landesmeisterschaften im Schnellschach mitgespielt habe in Niedersachsen. Ich glaube, es war sogar U8 oder U10, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, ich wurde auf jeden Fall bestes Mädchen, Okay. aber sonst kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Also, ja. Okay. Du bist jetzt wie alt? 20? 21? 21. 21, genau. Okay, also 21 und damals also U8 schon, erste Schnellschachturniere und dann von Niedersachsen ging es dann irgendwann weiter zu deutschen Meisterschaften. Weißt du noch da, wo du da die ersten deutschen Meisterschaften gespielt hast? Weil die hast du ja auch zweimal gewonnen. Das war 2009 und damals wollten meine Eltern mich schon gar nicht hinfahren, weil ich bin katholisch und ich hatte Erstkommunion an dem ersten Tag, also während der ersten Runde praktisch. Und dann haben uns aber noch die Zuständigen da vom Niedersächsischen Schachverband doch überredet, meine Eltern, dass sie mich doch spielen lassen, obwohl ich dann die erste Runde nicht mitspielen konnte. Ja, und es wurde ein super gutes Turnier. Ich bin dann der Dritte geworden bei den Mädchen in der U10. Ja, und das war so mein erster, würde ich sagen, größerer Erfolg. Ja, klasse. Also du hast die Erstkommunion durchgezogen, wunderschön, und dann einfach mit der zweiten Runde konntest du starten. Ja. Genau. Ja, ist ja super, dass ihr das so gemacht habt. Ja, das finde ich doch gut. Dann kann man doch beide Sachen noch ja, richtig zelebrieren und feiern. Okay, und dann warst du schon Dritte bei der Deutschen Meisterschaft und wie ging es dann im nächsten Jahr weiter? Im nächsten Jahr wurde ich dann Zweite bei der deutschen Meisterschaft. Aha. Also immer ein Damals haben bisschen. wir noch, Ja. ja, ich war sehr viele Jahre Zweite danach, immer hinter Clara Victoria Graf. Und es waren immer irgendwie Buchholzpunkte, die uns da getrennt haben. Es war immer sehr knapp. Okay. Und wann kam dann dein erster deutscher Meistertitel, der sogenannte Durchbruch? Ich glaube, das war 2013. Okay, 2013. Dann in der U14 habe ich dann gespielt und da waren dann auch die Mädchen praktisch von den Jungs getrennt. Okay, also U14 hast du dann Deutsche Meisterschaft gespielt und dann ging es auch das erste Mal auf internationales Parkett oder wie war das? Hast du dann schon Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften spielen können oder wie war das damals? Ich habe bereits, als ich Zweite wurde, da kann man dann, wird man dann ja auch nominiert. Und dann habe ich bereits die Europameisterschaft gespielt gehabt, 2010 in Georgien, in Batumi. Und da wurde ich Fünfte. Okay, oh, das ist ja schon bärenstark. Ja, das ist ja super. Ja, Also. es war ein bisschen interessant, weil ich tatsächlich auf zwei gesetzt war, aber nur weil ungefähr 5 Leute damals in der U10 eine Elo hatten. Dementsprechend war ich sehr hochgesetzt. Ja, klar, das gibt es natürlich dann noch nicht so viel mit den Zahlen. Heutzutage ist das anders, aber damals war das noch eine Rarität, überhaupt eine Elo-Zahl zu haben. Genau. Okay, aber immerhin, Fünfte von Europa ist das schon mal bärenstark, 2010. Und dann die nächste Europameisterschaft, hast du dann auch noch gespielt im nächsten Jahr oder weißt du das noch? 2011 habe ich nicht gespielt, aber dann 2012, was glaube ich in Prag habe ich gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich abgeschnitten habe. Auf jeden Fall keinen Tabellenplatz. Dann, ich habe noch einige gespielt. Ich glaube auch 2015 in Griechenland wurde ich glaube ich Vierte. Das war sehr knapp. Es war Okay. die WM damals. Ja. Und dann der große Durchbruch war natürlich die U16-Europameisterschaft, die du gewinnen konntest. Erzähl uns ein bisschen dazu. Wie ist es dazu gekommen? Hast du da was umgestellt vorher am Trainingsplan? Hast du einfach mehr trainiert oder warst du da einfach reifer? Was erinnerst du dich noch? Erzähl uns, wo es war, in welchem Jahr und ja, was sich da geändert hat. Also es war, die EM war damals in Prag, das war 2016. Und ich kann mich schon erinnern, dass ich davor nochmal sehr intensiv trainiert hatte, wo ich dann halt auch schon älter war und doch besser auch alleine arbeiten konnte. Und ja, während des Turniers, die Runden, man braucht ja auch immer ein bisschen Glück bei der Auslosung und auch bei den Partien und das lief alles sehr gut. Ich weiß, dass ich mich während dem Turnier fast ausschließlich vorbereitet habe. Ich erinnere mich nicht mehr groß, dass ich sonst was anderes gemacht hätte. Auch nicht irgendwie so. Ich war ja schon mal vorher in Prag gewesen, 2012. Also ich habe auch nicht irgendwie die Stadt angeschaut oder so. Ich habe mich dann vor allem auf die Vorbereitung konzentriert. Okay. Ja, und dann hatte ich, Hattest du einen Trainer habe ich dabei?
Genau, hattest du einen Trainer dabei? Ja, ich habe mit, also ich glaube, es war auch mit Prosikin, mit dem ich trainiert habe. Okay. Das ist sowieso wichtig. Also du hattest ja vorhin schon Tamara Kling erwähnt beim ESV Rot-Weiß Göttingen, als du da gespielt hast, die ersten Jahre. Wie waren die weiteren Trainerstationen? Weil ich erinnere mich, du hast auch sehr viel mit Alexander Markgraf gemacht, aber in welchem Zeitraum war das und gab es noch andere Trainer bei dir? Genau, also ich habe ab 2009 sehr viel mit Alexander Markgraf gemacht. Er hat mich wirklich da sehr weitergebracht, sehr unterstützt. Ja, wir haben auch einige Jahre zusammengearbeitet. Dann bin ich später nach Sachsen-Anhalt gewechselt und seitdem habe ich auch, beziehungsweise mache ich immer noch sehr viel mit Tatjana Melamed. Genau, Tatjana Melamed ist auch eine Meistertrainerin, die ist auch schon mehrfach ausgezeichnet worden, hat auch einen super Zugang und ich glaube, bei euch ist das alles auch sehr kollegial und ja, macht dir auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Hast du also auch da die richtige Motivation immer und ja, wann bist du nach Sachsen-Anhalt gewechselt? Das ist ja zu Aufbaumarkt. Ich, ne? Genau. Ich glaube, es war ungefähr 2015, so plus minus ein Jahr. Genau, das ist auch eine sehr interessante Mannschaft. Da seid ihr durchgestartet bis in die zweite Bundesliga. Das sind auch viele in deinem Alter, ein bisschen älter auch, viele Studenten. Und eigentlich seid ihr eine sehr junge Gruppe. Und ja, da habt ihr auch so einen tollen Teamgeist, ne? Habe ich irgendwie auch so mitgekriegt. Ne? Ihr habt immer ohne Ausländer gespielt und irgendwie einfach als Zusammenhalt da doch sehr viel erreicht mit der Truppe. Ja, das stimmt. Das ist mal ein sehr gutes Teamgefühl und dann auch noch gemeinsam analysiert und man sieht dann auch viele beim Vereinsabend, als der Vereinsabend noch in Präsenz war. Ja, das war schon irgendwie was anderes, als wenn man in so einer Mannschaft mit nur Ausländern spielt und die gar nicht wirklich kennt. Ja, genau. Also der Verein ist SG Aufbau Magdeburg und ihr spielt noch in der zweiten Bundesliga oder seid ihr jetzt gerade abgestiegen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, die muss ja jetzt noch zu Ende gespielt werden irgendwann. Okay, genau, im August. Dementsprechend, ja, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau erinnern. Also wir haben immer irgendwie gegen den Abstieg gekämpft, wo wir jetzt genau auf der Tabelle sind. Das ist schon sehr lange her. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wir haben ja noch zusammen die letzte Aktion gemacht. Wir fassen jetzt so einen Schach vor den Lockdown. Das war ja 14. März 2020. Und da ging es nämlich darum, da solltet ihr am nächsten Wochenende spielen. Und da war dann alles abgesagt, genau. Stimmt. Also ja. Seitdem läuft die Liga, ja? Okay, stimmt. Ja, ja. Okay, und ich glaube, das wird jetzt am 7., 8. August wird da jetzt die finalen Runden gespielt. Gut, toi, toi, toi auf jeden Fall dafür. Tolle Mannschaft, die ihr da zusammen habt. Okay, also U16 Europameisterschaft war natürlich so ein Highlight. Du hast gesagt, vorher hast du sehr, sehr viel trainiert, auch sehr, sehr viel selber gemacht. Lass mal die Zuschauer ein bisschen teilhaben, wie sieht so ein typisches Training bei dir aus? Wie viele Stunden trainierst du? Weil ich habe dich ja selber auch schon erlebt, du kannst auch richtig Studien lösen und ja, du kannst schon sehr gewissenhaft trainieren, was ich so mitgekriegt habe. Also das hat mir schon sehr imponiert. Erzähl uns ein bisschen, wie sieht bei dir das so ein Trainingsalltag aus, wenn du mal richtig trainierst, Zeit hast? Okay, also ich glaube, in dem Jahr ungefähr 2016, da habe ich es tatsächlich geschafft, neben der Schule noch ungefähr 3 Stunden am Tag zu trainieren. Und ich habe meistens Taktik gemacht. Also halt erstmal irgendwie mit Taktik begonnen und dann irgendwie mit Strategie oder Öffnung weitergemacht. Das war meistens so mein Rhythmus und halt eventuell Endspiel. Also erstmal irgendwas so zum richtig warm werden, richtig hart rechnen und dann so ein bisschen was Entspannteres am Ende. Okay, ja, super. Ja, schöne Grüße auch an Schachoper und an Nellini. Super, dass ihr auch da seid. Und Luca Kreativ ist auch dabei. Also ihr könnt auch gerne immer Fragen stellen hier an die Fiona. Ne? Ihr habt ja gerade schon gehört, U16 Europameisterin war sie schon und zweimal deutsche Jugendmeisterin. Und jetzt gehen wir so langsam weiter, weil du bist natürlich dann auch bei den Erwachsenen durchgestartet und bist dann die jüngste German Masters-Siegerin geworden. Das war 2018. 2018, also im zarten Alter von 18. Bist du dann German Masters-Siegerin geworden, ja? Ja. Okay. Es war für mich selbst auch sehr überraschend. Ich war, glaube ich, eine der Letzten auf der Setzliste. Ja. Und es war mein erstes German Masters-Turnier, wo ich da richtig liege, ja. Und das lief einfach sehr gut. Ja, es war ein sehr kämpferisches Turnier. Ich kann mich noch an die Partien erinnern. Ihr habt euch auch untereinander irgendwie alle geschlagen. Aber irgendwie hattest du am Ende doch die Nase vorne
und hast den fetten Scheck entgegengenommen. Das war wahrscheinlich dein höchstes Preisgeld, das du jemals gewonnen hast. Also es war auf jeden Fall sehr ordentlich. Und was hast du da anders gemacht als bei den anderen Turnieren beim German Masters? Hast du da dich auch besonders vorbereitet? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also bei mir war das ungefähr so, dass ich mein Abitur halt in dem Jahr gemacht habe. Und dann war das praktisch so eines der ersten Turniere nach dem ganzen Abi-Stress wieder. Also okay, es waren schon 2 Monate, war schon ungefähr 2 Monate nach dem Abi, aber dann hatte ich natürlich auch wieder, dann war der ganze Stress weg und hatte ich natürlich auch wieder sehr viel Lust zu spielen. Absolut. Und war auch sehr motiviert. Also war so eine richtige Befreiung dann, genau. Also es lief super und da kannst du uns aber direkt mal sagen, du ernährst dich ja auch sehr, sehr gesund. Du bist, glaube ich, nicht nur Vegetarier, sondern Veganerin, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und meinst du, das hat auch Auswirkungen auf deine schachliche Spielstärke? Fühlst du dich einfach fitter, mental auch? Bist du einfach mehr dabei, seitdem du deine Ernährung umgestellt hast, oder machst du das schon immer so? Ich mache das jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus der Überzeugung, weil ich nicht unterstützen möchte, dass die Tiere gequält werden. Okay. Und dementsprechend, ich denke halt, wenn man sich vegan ernährt, dass es tendenziell schon gesünder ist. Aber man kann natürlich, mittlerweile findet man ja auch sehr viele vegane Ersatzprodukte und auch vegane Süßigkeiten, sehr viele. Also man kann sich damit natürlich auch ungesund ernähren. Also es kommt jetzt nicht so unbedingt darauf an, ob man sich vegan ernährt, sondern eher, ob man sich gesund ernährt. Ja. Und ich denke schon, dass das beim Schach eine sehr große Rolle spielt. Vor allen Dingen halt, wie man sich während der Turniere ernährt, denke ich. Aber es ist irgendwie etwas, was irgendwie sehr wenig erforscht ist. Also ich habe da jetzt auch nicht so viele wissenschaftliche Belege dazu. Ja, aber ist es für dich nicht schwierig, sich vernünftig zu ernähren, wenn du auf Schachturnieren bist? Also zu Hause verstehe ich das, da hast du wahrscheinlich deine Sachen, die du immer kriegst. Aber auf Schachturnieren ist ja meistens nicht so einfach. Das fängt ja schon beim Frühstück an, jetzt beim normalen, guten Hotel. Kommst du da voll auf deine Kosten oder musst du dann immer noch ein bisschen nachladen? Ja, also meistens habe ich zum Beispiel Sojamilch oder so einen Aufstrich oder so dabei und damit lässt sich schon mal sehr viel dann essen. Dann kann ich dann ja irgendwie alles Brot essen und Obst und Gemüse auch auf jeden Fall. Und mit Sojamilch kann ich mir dann auch immer irgendwie ein Müsli machen. Okay. Also das sind so meine beiden Sachen, die ich dann halt auch gerne mit zu Turnieren mitnehme. Okay. Und mittlerweile sind die meisten Hotels auch schon darauf eingestellt, dass sie da Optionen haben. Ach schön, okay. Okay, also in Magdeburg lief es immer besonders gut. Also da bist du jetzt zweimal Masters-Siegerin geworden. Also das war das erste 2018 und das zweite Mal war jetzt 2020. Nee, doch, 2020. Genau, 2020, da war ich ja dabei, genau. Und was ist da besonders gut gelaufen, 2020? Kannst du dich da noch dran erinnern? Was war da die Schlüsselpartie oder war da auch irgendwie vorher ein besonderes Trainingslager oder was ist da besonders gut gelaufen? Ich hatte einfach so einen Lauf, praktisch von der ersten Runde. Also die erste Runde war noch nicht so optimal, da habe ich gegen Hanna Remi gespielt. Aber danach, da lief es irgendwie einfach. Da habe ich die Partien dann einfach gewonnen und auch gute Züge gespielt. Und das blieb dann halt bis zum Ende bestehen. In der letzten Runde habe ich dann nochmal gegen Elisabeth verloren. Aber Elisabeth ist halt einfach eine sehr starke Gegnerin. Ja, ja. Und du hattest schon genug Punkte Vorsprung, ne? Also das tat genau, ich hatte schon das Turnier vor der letzten Runde gewonnen. Ja, das ist natürlich fantastisch. Wenn man die letzte Runde angehen kann und man hat das Turnier schon gewonnen, da ist ja schon vorher einiges richtig gut gelaufen. Okay, Fiona, sag uns noch, hältst du dich sonst fit? Machst du Sport? Ich glaube, du joggst auch ganz gerne. Machst du sonst etwas anderes? Ja, ich mache auch gerne so Workouts. Ich habe sehr lange Fußball gespielt, ich glaube um die 13 Jahre. Wow, okay. Und sonst mache ich jetzt viele Unisportkurse. Ich fahre gerne Inliner. Ich habe so ein Loop-Skipping-Springseil, mit dem ich gerne springe. Ja, also ich mache sehr viel. Okay, cool. Alles klar. Hier kam auch gerade eine Frage aus dem Chat von Annelini. Wer war bisher dein stärkster Gegner in einer Langpartie? Weißt du das noch? Ich habe letztens die Hybrid-Quali für den World Cup und die EM gespielt. Und da habe ich gegen Manuel Petrosian gespielt, aus Armenien. Der hat 2,6, 2,7 ungefähr, also er war auf jeden Fall sehr stark. Ja genau, der 2,6, 25, also so ein bärenstarker Gegner und
Aber da hast du auch ganz schön hart gekämpft, ne? Ja, genau. Ja. Hier wird auch aber direkt nochmal nachgefragt nach dem Match. Habt ihr ein Match gegen Petrosian gesehen? Wie war es aus deiner Sicht? Wie würdest du das selber analysieren, die beiden Partien? Also ich habe mich sehr gut auf das Match vorbereitet, sehr viele Varianten wiederholt. Aber es kam dann, in der ersten Partie kam leider trotzdem nicht meine Vorbereitung. Da wurde ich ein bisschen im Grünfeld überrascht und dann stand ich auch relativ schnell nicht mehr so gut. Also es war dann praktisch schon so ein Kampf auf ein Tor in der ersten Partie. In der nächsten Partie lief es gut mit der Eröffnung. Da konnte ich ihn mit Schottisch überraschen. Hat dann Stellung eine Nebenvariante gewählt. Ja, und dann stand ich erstmal relativ gut. Ich habe dann später einen Bauern geopfert, was vielleicht im Nachhinein das vermutlich einfach nicht korrekt ist, wenn man es mit Enten anschaut. Aber ich war halt gerne mal so einfach so aus dem Aspekt, dass die Gegner sich dann verteidigen müssen und es praktisch einfacher zu spielen ist, wenn man selbst der ist, der geopfert hat. Und das hat er aber dann sehr gut verteidigt. Okay. Also es war schon, hat man schon gemerkt, dass er noch ein bisschen besser ist, ja? Insgesamt. Ja, das stimmt. Okay. Hast du dich auch mit dem Trainer darauf vorbereitet, auf das Match, oder hast du es alleine gemacht? Ja, ich bin Trainer darauf vorbereitet. Also auch mit der Eröffnungsvorbereitung und welche Varianten ich da auswählen soll. Und das macht jetzt Tatjana dann, oder dann hast du noch einen anderen Trainer? Ich mache seit ein paar Monaten Training mit Evgeni Romanov. Oh, okay. Ja, klar. Evgeni kenne ich auch sehr gut. Sehr sympathischer Kerl, sehr, sehr spielstark und ja, ist auch sehr viel in Norwegen unterwegs. Hat auch lange bei mir im Verein gespielt. Also, das finde ich ja super. Also, der kann dir sicher noch ganz viel beibringen. Okay, dann weiß ich ja auch schon, dass die 2-4 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Da kommen wir jetzt auch mal so langsam zu deinen nächsten Zielen. Was hast du dir vorgenommen? Und du hast jetzt am Freitag noch eine wichtige Prüfung abgegeben, also musstest noch was machen. Und jetzt Bachelor, du machst ja Physik. Das sieht jetzt erstmal sehr, sehr gut aus. Und jetzt hast du erstmal ein bisschen Schachfreizeit oder wie sieht das aus? Hast du das, kannst du jetzt durchspielen? Bist du jetzt wieder so befreit wie damals nach dem Abi? Kannst du jetzt direkt durchstarten oder musst du nur jetzt noch Prüfung machen? Also ich habe noch eine Prüfung, die ich machen muss, weil ich habe die schon mal gemacht. Also ich bin nicht durchgefallen, aber wir haben so eine Regelung, dass man einen Verbesserungsversuch nehmen kann. Okay. Ich habe die praktisch schon vor einem Jahr geschrieben und ich mache jetzt nochmal so einen Verbesserungsversuch. Also ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich mich da jetzt nicht verbessere. Und dann habe ich noch so 2-3 mündliche, naja, so eine Art Prüfung über Laborprotokolle. Und sonst muss ich nur noch meine Bachelorarbeit zu Ende schreiben. Okay. Also. Okay, und bis wann musst du das machen? Wann hast du Zeit zum Schachspielen? Die Fans fragen immer, welche Turniere sehen wir demnächst von dir? Hast du schon einen klaren Plan, welche Turniere du spielen möchtest? Und ich spiele jetzt ab dem 1. Juli in Tschechien, in Bude Jovice. Cool, ja, sehr schön. Ein Open. Ja, wer denn noch hinfahren möchte, auch für den Fans, da gibt es auch noch ein starkes Großmeisterturnier mit Alexander Donchenko. Also seid ihr auch noch herzlich eingeladen, kurzfristig Interessierte, 1.7. auf nach Tschechien. Und was kommt danach? Weißt du das auch schon? Danach werde ich das German Masters spielen, das ist Ende Juli. Und kurz nach dem German Masters, Anfang August, geht es dann auch weiter zur Frauen-EM nach Rumänien. Ja, sehr schön. Also auf nach Rumänien, nach Iași. Da steht die Europameisterschaft der Frauen demnächst auf Programm. Das bin ich auch mal gespannt, welche Frauen alle von uns da jetzt teilnehmen werden und sich da versuchen, für den Weltcup zu qualifizieren. Okay, das ist erstmal die ersten Pläne oder steht schon weiteres fest für die Zeit danach? Weißt du auch schon was oder noch nicht? Nee, erstmal noch nicht. Okay, ja, das reicht ja auch erstmal. Ein bisschen muss ja auch die Uni noch im Auge behalten. Aber gut, das sind ja erstmal jetzt drei wichtig starke Turniere. Und da können wir jetzt erstmal gucken. Hattest du ein bisschen Zeit, dich jetzt auch darauf vorzubereiten, jetzt auf Tschechien, oder kommt das jetzt mehr so aus der Kaltstarre? Oder hast du schon viel gemacht für Schach in den letzten Monaten? Ja, in den letzten Monaten, vor allen Dingen auch mit dem Lockdown, habe ich relativ viel für Schach machen können. Okay, ja, schön.
Okay, hier ist nochmal gefragt von Alvini, ob es sein erstes K.O.-Turnier war, das Hybrid-Turnier, die Europameisterschaft. Oder hast du da schon Erfahrung gesammelt in 1 gegen 1? Nee, da hatte ich noch keine Erfahrung. Okay. Ist ja auch eine besondere Erfahrung, ne? Dass man halt gegen eine Person 2 Partien spielt und 1,5 Punkte reichen zum Weiterkommen. Da muss man natürlich schon sehr bedächtig sein. Aber für dich war es ja eigentlich ohne. Ja, du hast nicht viel zu verlieren gehabt, ne? Weil dein Gegner eigentlich übermächtig war und da kannst du ja nur gewinnen. Aber gut, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, ne? Gegen so einen starken Gegner mal zu spielen. Und ja, ist dein Gegner eigentlich dann weitergekommen? Ja. Weißt du das? Ist dein Gegner, hast du den motivieren können? Nein, er ist dann auch ausgeschieden. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, gegen wen, aber er hat sich nicht qualifiziert. Okay, er hat sich nicht qualifiziert. Okay, alles klar. So, so langsam machen wir auch ein bisschen Schach hier. Wir haben eine Partie von dir mitgebracht gegen eine bärenstarke Gegnerin, gegen die Anastasia Botnaruk. Die Partie ist aus der Frauen-Bundesliga und zwar aus dem Jahre 2018 im Oktober. Und wir starten jetzt mal rein und mal gucken. Ja, E4, seht ihr das alle? Ja, ne? Okay, ihr könnt natürlich hier auch immer weiter Fragen stellen. Schachlicher Natur, aber auch gerne ein paar persönliche Fragen. Und du kannst mal kurz erzählen, wie es zu der Partie kam. Es war in der 2. Runde der Frauen-Bundesliga. Und du spielst da schon sehr lange für den SK Lehrte. Und ja, was war die... Du spielst immer ein sehr hohes Brett, muss man dazu sagen. Und ja, erzähl uns ein bisschen was zu der Partie. Ob du das alles vorbereitet hattest oder ob du überhaupt nicht wusstest, gegen wen du da antrittst. Und ja. Ja, in der 2. Runde kann man natürlich immer schon ein bisschen voraussagen, wie die am Tag davor gespielt haben. Mhm. Dementsprechend wusste ich schon, gegen wen ich da spielen werde, höchstwahrscheinlich. Ja, ich spiele schon seit vielen Jahren Brett 1 bei Lehrte. In der Frauenbundesliga. Und wir müssen uns immer ein bisschen gucken, dass wir nicht absteigen. Das lief jetzt die letzten Jahre relativ gut. Und ich glaube, auch in der Saison, wo die Partie war, sind wir, glaube ich, 7. von 12 geworden, was für uns ein Top-Ergebnis ist, weil wir sehr oft auf dem Abstiegsplatz waren und dann irgendwie Glück hatten, dass jemand nicht aufsteigen wollte oder eine andere Mannschaft zurückgezogen hat. Aber mittlerweile sind wir doch gut dabei. Ja, größten Respekt für eure Mannschaft. Man muss sagen, ihr spielt eigentlich immer mit einer Niedersachsen-Auswahl. Ihr spielt eigentlich nur mit deutschen Spielerinnen und also eigentlich ohne Ausländer. Auf jeden Fall wird da kein Geld gezahlt. Und von daher ist das ja sehr, sehr gut, da mit den anderen Mannschaften überhaupt mithalten zu können. Ne? Und dass ihr euch jetzt schon so lange etabliert in der ersten Liga, also das ist à la Bonheur. Also von daher Chapeau, finde ich großartig. Du hast angefangen mit erstens E4. Spielst du immer E4 oder variierst du auch ein bisschen? Als ich ganz klein war, habe ich mal C4 gespielt, weil ich das selbst in einem Eröffnungsbuch angeschaut habe. Aber dann wurde mir von meinem Trainer damals, von Alexander Markgraf, gesagt, das geht so nicht, das darfst du erst später wieder spielen. Und seitdem spiele ich immer E4. Okay, alles klar. Und eigentlich fährst du auch ganz gut mit E4, ne? Du spielst schon recht taktisch auch. Genau, also er hatte damals schon recht, die Stellungen mit E4 liegen mir einfach am besten. Deine Gegnerin, kanntest du die ein bisschen, die Anastasia Botnaruk, oder hast du die einfach die Partie? Ich hatte davor schon einmal gegen sie verloren, auch in der Frauenbundesliga, aber sonst kannte ich sie nicht. Okay, also die Partie fängt an mit E4, D6. War das noch vorbereitet oder hat sie sich da schon überrascht mit dem ersten Zug? Also ich kannte auf jeden Fall die Variante, ob das jetzt speziell vor der Partie vorbereitet war, das kann ich nicht sagen. Okay, also du hast hier schön das Zentrum auf jeden Fall besetzt mit dem zweiten D4. Jetzt kam G6, das nennt man also modern. Springer C3, Läufer G7. Und hier gibt es sehr viele Züge, muss man dazu sagen, für Weiß. Ne? Also statt Läufer E3 gibt es hier natürlich auch F4. Ja, es gibt auch ganz ruhige Varianten mit Springer F3. Und Läufer E3 ist aber ein sehr ambitionierter Zug und man kann danach auch in verschiedene Systeme übergehen. Läufer E3 hast du schon oft gespielt oder war das auch eher vorbereitet? Ja, Läufer E3 habe ich schon oft gespielt. Ich spiele dann meistens den Plan mit F3, dann mit D2 und lange Rochade, um da anzugreifen. Okay, alles klar.
Gut, A6 und jetzt H4. Okay, das ist natürlich sehr forsch. War das noch Teil deiner Vorbereitung oder spielst du auch da immer Ja, H4? das ist ein sehr interessanter Zug nach A6, den hatte ich schon speziell vorbereitet. Okay. Hat denn dir jemand gezeigt oder hast du ihn selber gefunden oder Den gelesen? habe ich selbst in der Megabase gefunden. Okay. Weißt du noch, wer da die Vorgängerpartie war? Weil das spielt ja hier viel der Tiger Hiller Perser mit Schwarz, das Moderne. Und dann das H4, weißt du noch, wer das gespielt hat? Oder ist nicht wichtig. Nein, das kann ich nicht mehr sagen. Nee, ist nicht schlimm. Okay. H5, genau. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten für Schwarz, sich natürlich dagegen zu stimmen. H4 zeigt halt ganz klar, der will nach vorne stürmen, nach H5. Jetzt kann man natürlich hier mit Springer F6 gehen in diese Pirk-Verteidigung. Dann ist halt H5 erstmal gestoppt. Was hättest du darauf gespielt? Weißt du das noch? Vermutlich einfach F3 weiter. F3, genau. Man will halt Springer G4 auch nicht so gern zulassen. Und danach kommt Russen G4 und H5. Und die große andere Frage ist halt, ob man den H-Bauern nach H6 stellt. Das spielen auch viele. Und da muss man halt auch immer hier mit H5 gucken und dann G5 und dann gibt es hier F4. Aber da gibt es halt auch ein bisschen Theorie zu. Also es ist auf jeden Fall schon sehr gefährlich. Und mit H4 zeigst du deinem Gegner schon mal ganz klar, ja, ich will hier ganz schnell Attacke fahren am Königsflügel. So, deine Gegnerin spielte H5. Das heißt also ganz klar, das wird hier abgeblockt. Jetzt hast du Springer H3 gespielt. Der möchte am liebsten nach G5 rein. Und deswegen spielt man hier auch nicht Springer F3, weil dann wird natürlich mit Läufer G4 dieser Springer gefesselt und dann kann der gar nicht mehr nach G5 gehen. Und wenn die Dame dann rauszieht, dann wird hier auf F3 genommen. Und nach Springer H3. Jetzt hat deine Gegnerin direkt geschlagen auf H3. Ist das der beste Zug? Weißt du das? Es ist, glaube ich, relativ schwierig zu sagen, was genau der beste Zug in der Stellung ist, weil es ist alles irgendwie gar nicht so angenehm für Schwarz, finde ich. Das Läufer schlägt H3 wurde auf jeden Fall auch schon ein paar Mal gespielt, aber ich hatte mir das gar nicht so tiefer angeschaut. Genau. Also dieses Springer G5, was ich euch vorhin gezeigt hatte, das ist halt wirklich sehr unangenehm, weil der Springer steht da extrem stark und es droht auch immer hier irgendwas direkt gegen den König zu machen. Und hier hat sich jetzt Schwarz hat entschieden, hier direkt den rauszunehmen. Und nach Turm H3 kam jetzt Springer D7. So, vielleicht mal gucken, ob der Chat wach ist. Was glaubt ihr, was hat die Fiona hier gespielt? Und war das ein guter Zug? Also, Fiona spielt immer ganz aktiv. Vielleicht kommt sie dann auf den Zug. Würdest du ihn heute auch noch spielen, den Zug, Fiona? Vermutlich nicht. Also ich denke, er ist schon nicht schlecht. Ja. Aber wenn man ihn einmal in der Datenbank hat, ist er vielleicht nicht so gut, dass man ihn nochmal unbedingt ausprobieren sollte. Okay, also Luca Kreativ hat ihn natürlich schon gefunden. Genau, es war G4 und der ist natürlich sehr direkt. Und Alternative ist natürlich hier mit Dame D2 erstmal die Dame ins Spiel zu bringen und erstmal die Figuren zu entwickeln. Aber G4, warum nicht? Ne? Der sagt halt, ja, jetzt hast du deinen Springer nicht entwickelt nach F6, jetzt tut sich das ganz schnell aus und spiele halt so schnell wie möglich G4. Und ja, Schwarz muss sich jetzt auch irgendwie entscheiden, was er macht. Und ja, er hat jetzt genommen. H schlägt G6. Also Alternative wäre hier Springer F6, aber dann könntest du natürlich einfach F3 spielen, stabilisierst dich hier. Und ja, ich weiß nicht, wenn jetzt hier genommen wird. Dann könnte wahrscheinlich C5 folgen und dann wäre es wahrscheinlich ziemlich unklar hier, wie es hier weitergeht. Also das wäre schon wär die Alternative gewesen auf jeden Fall. Wie würdest du in so einer Stellung reagieren? Weißt du das noch oder hast du es nicht so weitergeguckt? Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich damit weiß schon, was erreicht habe. Ja. Wie ich jetzt konkret. Also ich würde gerne die Schwarzfeldringläufer irgendwie auf dem Brett behalten. Ja. Ja, man kann ja gleich mal Läufer E2 mal weitermachen, ne? Und dann damit D2, lange Rochade und dann vielleicht H5, immer weiter pushen, H6. Hier ist halt die große Frage, ob man hier D5 macht.
ob man das zumacht. Dann lädt natürlich zu Springer E5 ein. Man gibt halt dieses Feld E5 ab. Das macht man natürlich nicht so gerne. Aber sonst schlägt halt Schwarz raus. Ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, Läufer E2 ist normal, dass man erstmal den Druck aufrechterhält. Oder? Was würdest du spielen? Hier. Ja, ich würde auch Läufer E2 machen. Okay. Gut. Es kam H Stich G, Dame Stich G4 und jetzt Springer G nach F6. Okay. Und die Dame geht nach G2 zurück. Alles klar. Überdeckt nochmal den Bauern E4. Und ja, manchmal droht auch E5 und dann, ups, Entschuldigung, das kommt natürlich nicht. Und dann mal hier auf B7 weiter zu fressen. Aber vor allen Dingen ist F hier halt jetzt auch mal eine Drohung. Ne? Und jetzt gibt es verschiedene Züge für Schwarz. Zum Beispiel kann er Springer H5 machen. Dann könnte lange Rochade folgen, C6, F4. Das sieht schon sehr ordentlich aus für Weiß. Und sie hat hier E5 gespielt. Und jetzt hast du auch erstmal schön den Druck aufrechterhalten. Hast du lange Rochade gemacht. Und wenn sie jetzt rausnehmen würde, Läufer schlägt, Dame E7 zum Beispiel, F4, Läufer H6. Alternative wäre hier lange Rochade, dann direkt E5 schlagen, Bauer schlägt rein, das sieht sehr gut aus für dich. Und hier noch Läufer H6, wahrscheinlich Dame D2 mit der Idee Springer D5 rein. Und nach lange Rochade, Turm D3. H8, dann kannst du hier rausnehmen und E5 spielen. Weil hier kann natürlich nicht genommen werden wegen diesem bösen Zwischenschach auf H3. Ne? Das muss man immer im Auge behalten. Okay, genau, jetzt fehlt Schwarz der Läufer. Ja, das ist halt so eine Grundsatzentscheidung, ne? Ob man sich von diesem Läufer da trennt. Und hier hat sich jetzt Schwarz dann auch halt entschieden, halt Springer H5 zu spielen, um halt die Stellung so weit wie möglich geschlossen zu halten und halt auf den schwarzen Feldern zu spielen. Okay, es kam Läufer G5 von dir, greift die Dame an und deine Gegnerin hat das jetzt versucht taktisch zu lösen mit Läufer H6 mit Gegenfesselung. Und du bist aus der Diagonale rausgegangen. Und jetzt wurde hier genommen. Und jetzt hat Schwarz natürlich keine Zeit für Springer F4, weil der H8 halt hier durchhängt mit Schach. Und man hat halt keinen Zugang zu der Dame. Und deswegen spielt jetzt seine Gegnerin. Also ED muss man nochmal testen. Turmstich D4, Springer C5. Turm D1 zurück. Und da ist natürlich auch Weiß deutlich besser entwickelt und der Springer H5 ist halt echt aus dem Spiel. Also gut. Sie hat Turm G8 gemacht, damit jetzt Springer F4 droht. Und du hast jetzt genommen auf E5. Genau, der Zug hat mir sehr gefallen, einfach die Qualität hängen zu lassen und auf Initiative zu spielen. Ja, also wenn jetzt Springer H5, Springer F4 kommt, mit dem muss man natürlich rechnen, dann muss natürlich die Dame erstmal ziehen, Dame G3, dann Springer Stich H3, den hättest du mit dem Läufer dann wieder genommen und jetzt muss ja der Springer nehmen auf F4, weil der Bauer kann nicht nehmen, weil hier unten D7 hängt. Also muss der Springer nehmen und dann kriegst du natürlich ein sehr schönes Spiel mit Springer D5, droht Springer F6 rein und nach König F8, dann F4, jetzt hängt der Springer, Springer D7 und jetzt könntest du schon nehmen auf D7 und Springer F6 machen, aber du hast eigentlich hier so eine schöne Beherrschung der Stellung, da gibt es einen viel schöneren Zug und der ist hier Dame H4 und hier mit Dame H6 rein. Und jetzt sieht man schon, jetzt kannst du hier gut nehmen. Der König muss natürlich nehmen.
Dame kann nicht nehmen wegen Familienschach auf F6. Und wenn der König genommen hat, jetzt Dame H3, jetzt hat die Dame keinen anderen Zug. Jetzt muss der König nach E8 und dann Springer F6 Schach. Und das läuft jetzt wirklich sehr gut für dich. Ne? Also dann könntest du immer weiter angreifen. Und sie hat nach D schlicht E5, Springer schlicht E5 gemacht. Und jetzt fragen wir mal die Zuschauer. Jetzt suchen wir mal einen starken Zug für Weiß. Das ist echt ein sehr schöner Zug. Und mal gucken. Also ich mag ja immer Züge, die alle Ideen miteinander kombinieren. Und das ist jetzt genau hier der nächste Zug für Weiß. Mal gucken, ob den einer im Chat hier findet. Achso, Meister Eder ist auch dabei. Super. Genau, dann legt mal los hier. Und mal gucken, ob ihr auf den Fußstapfen von Fiona hier auch auf den Spuren den richtigen Zug findet, was ihr Weiß hätte machen können. Okay. In der Zeit verrät uns die Fiona vielleicht noch, wie sieht jetzt zurzeit dein Training aus? Hast du jetzt Zeit? Nee, du hattest gerade ein bisschen Stress wegen Bachelorarbeit. Und oder hast du schon jetzt auch gerade trainiert? Ja, ich trainiere eigentlich immer. Ich habe... Was trainierst du am meisten? Ich mache jetzt viel an meinen Eröffnungen und halt auch viel Taktikaufgaben und Strategieaufgaben. Ja. Ja. Okay, die ersten Vorschläge sind gekommen von Annelini. Dame H2. Ich fürchte, dann hätte Schwarz nehmen können auf G5. Und dann kommt der zweite Vorschlag von der, die das Birne. Mit Springer B5. Ja, Springer B5, der wird aber, glaube ich, genommen, ne? Mit dem A-Bauern. Also das funktioniert nicht. Also, wenn dann, warte, das war sowieso statt Dame H2, also Springer B5 wird hier genommen. Aber wahrscheinlich war das ein Verschreiber und der soll Springer D5 heißen. Der sieht schon ganz gut aus, weil der unterstützt natürlich, ja, alles klar. Der unterstützt natürlich F4, aber jetzt muss man natürlich schon ein bisschen rechnen. Nach C6. Wie geht es denn da weiter, der, die, das Birne? Habt ihr noch ein bisschen gerechnet? Okay, also der... Also Annelini meinte auch noch in der anderen Variante von mit Dame H2, das war noch nicht zu Ende, nach Dame G5, Springer D5. Das ist natürlich berechtigt, weil C7 hängt und F4 wieder in der Luft ist. Okay, muss ich jetzt fairerweise einmal noch angucken, die Variante, weil Dame H2 haben ja mehrere vorgeschlagen. Also DE, Springer E5, Dame H2, Dame schlägt G5. Springer D5. So, jetzt droht F4 und C7 hängt. Haben wir jetzt Zeit, irgendwas zu machen oder nicht? Also auf den ersten Blick würde ich ja gerne lange Rochade trotzdem machen und nach F4... Dame G4 geht nicht wegen Läufer E2. Ja, ich kann natürlich auch direkt die Dame zurückziehen nach der 8, aber da hat Weiß bestimmt auch genug Spiel mit F4. Kannst du dich noch erinnern, Fiona, was du hier gerechnet hast? Du hast natürlich einen sehr schönen Zug gemacht, aber den hast du vielleicht auch angedacht mit der gleichen Idee. Vielleicht muss Schwarz gar nicht auf G5 nehmen, vielleicht kann er irgendwie... Okay. Vielleicht hat er noch irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Zug berechnet habe. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, Dame H2 sieht auch gut aus. Ne? Aber nach Dame G5... Vielleicht nach ja, was willst du machen? Vielleicht nach Springer D5. Vielleicht auch irgendwie C... Na, zur Not, zur Not kann man vielleicht C6 machen. Sieht nicht schön aus. Oder Dame D7 oder so. Nach C6 guckt der Springer C6 Schach, oder? Springer C7 Schach. Nein, ich meinte in der Stellung Frau Dame schlägt G5. Ach so, direkt C6. Also du willst den Springer D5 rausnehmen, aber dann kommt der F4 mit Tempo.
Also das muss ja gut sein für Weiß. Weil egal, wo der Springer jetzt hinfährt, der D6 hängt ja dann auch noch nach Springer D7. Also wenn ja, da, also wenn da muss, wenn da muss man hier schon aktiv spielen. Hier kann man natürlich, Springer G4 kann man sich wahrscheinlich nicht erlauben, weil Springer C7 ist mit Schach und dann kommt die Dame mit nach D6 auch rein. Ich würde ja gerne eine lange Rochade machen, aber nach F4 habe ich noch keinen Zug gefunden. Bei Dame G4, Läufer F3. Ich weiß nicht, ob einer im Chat noch helfen kann. Man kann natürlich, ne, mit Springer G4 kannst du auch nicht anfangen, weil C7 ist direkt mit dem Schach. Also müsste Dame D8 spielen. Müsste man sich jetzt sagen, ja, da muss ich durch. Und nach F4 kann der Springer natürlich nach G4 gehen. Die Dame müsste wieder ziehen. Findet bestimmt ein gutes Feld. Weiß noch nicht wo. Und jetzt könnte man den Springer zurückziehen nach F6. Aber dann kommt nachher E5. Also irgendwie sowas und dann, obwohl, nee, dann kann ja die Dame auch nehmen, ne? Ja, muss man irgendwie durch. Aber auf jeden Fall eine tolle Idee von Annelini war es, ne? Genau. Also Dame H2 hat ja 400 gerade auch gesagt, gefällt ihr auch ganz gut. Ist auch ein bisschen ähnlich wie die Idee, die Fiona verfolgt hat. Sie hat nicht Dame H2 gespielt, sondern sie hat hier das von Meister Eder gewünschte Turm H4 gezogen. Ja? Also Meister Eder hat gelöst. Aber wie gesagt, Annelini, das sah auch gut aus. So, die Gegnerin hat jetzt C6 gespielt, um halt dieses wichtige Feld D5 unter Kontrolle zu kriegen. Und ja, ist aber eigentlich auch jetzt schon großer Vorteil für Weiß, oder? Ja, würde ich auch so sehen. Also jetzt kam F4 und man sieht schon, der Springer hat jetzt kein Feld, wo er hingehen soll. Er ging nach D7 und jetzt wurde einfach hier unten geschnappt auf D6. So, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus für dich. Und jetzt ging es weiter mit Dame B6. Und Dame D2. Okay, das macht nochmal schön Druck gegen D7. Und jetzt ist die große Frage, was passiert denn, wenn jetzt lange Rochade kommt? Was würden die Zuschauer sagen? Jetzt gibt es einen starken Zug für Weiß. Sehr gut. Luca Kreativ ist immer auf der Höhe hier und Läufer H3. Sieht sehr stark aus, ne? Fesselt hier den Springer. Und jetzt kommt der Schwarze gar nicht raus. Also hier so ein Schach wird gar nichts bringen. Dann geht einfach der Springer dazwischen. Und D7 explodiert. Und wenn die Dame natürlich jetzt zurückgeht, kann sie natürlich decken. Aber man muss einfach sehen, es macht eigentlich keinen Unterschied. Man kann einfach jetzt, weil der König kann ja auch nicht weggehen, weil der immer noch durchhängt hier. Also jetzt könnte man einfach hier den Springer heranführen. Und es droht dann Springer C5 oder Springer B6. Und da geht noch mehr. Okay, jetzt kommt noch der Einwurf an die Linie, will sogar direkt ganz hart spielen, Springer D5. Sieht auch sehr gut aus, aber ich weiß nicht, ob man dann noch die Ausrede hat, damit G1, weil hier unten der Läufer halt ein bisschen unanständig steht. Und man hat natürlich hier einen Schach. Aber nach König schlägt, hat man hier vielleicht noch eine Chance, oder? Was glaubt ihr? Weil die Dame muss irgendwie zurück. Naja, ist wahrscheinlich auch sehr gut. Ist wahrscheinlich auch sehr gut. Springer D5, Annelini hier heute mit Top-Idee. Oder? Fiona, hast du was Besseres gesehen nach Springer D5? Ja, ich hatte Springer D5 auch überlegt. Ja? Ja, also praktisch genau die gleiche Variante, die du jetzt auch hast. Okay, und sieht auch einfach gut aus für Weiß, ne? Genau, finde ich auch. Ja, okay. Deswegen, die Gegnerin hat nicht, nicht langrochiert, sondern hat den Turm nach D8 gestellt. Und ja, jetzt wollen wir überlegen, wie jetzt es weitergeht. Was glaubt ihr, wie Fiona jetzt weitergespielt hat?
Schön kraftvoll. Also Fiona, du hast sogar schon verraten, wie du dein Training so ein bisschen aussieht. Aber du kannst uns ein bisschen vielleicht auch erzählen, ob du ein paar Lieblingsbücher hast. Hast du gerade für Strategie oder für deine Taktiken oder für die Studien besondere Bücher, mit denen du arbeitest, oder nimmst du auch viel Material aus dem Internet? Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich mache viel Online-Taktik auch. Es gibt jetzt bei Playchess gibt es auch so eine Art, ich glaube, es heißt Trainingskampf oder so, so eine Art Puzzle Rush, nur wo die Aufgaben so ein bisschen schwieriger sind. Und sonst mache ich gern die Taktik auf Chess 24. Ja, und an meine Lieblingsbücher, das ist eine wirklich schwierige Frage. Meistens lese ich halt so ein Buch einmal durch, aber nutze es dann halt nicht nochmal. Okay. Das ist immer so ein bisschen. Hast du viele Bücher? Ja. Ja, ich hab viele Bücher, ja. Ich finde die Duretzky-Bücher sehr gut. Okay, ja, schön. War nicht zu schwer. Hast du alle durchgearbeitet? Ich kenne viele, die dann aufhören. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alle habe. Ich habe auf jeden Fall dieses Studien für Praktika. Und dann hat er noch irgendwas mit, ich glaube, gegnerische Aufmerksamkeit gegenüber gegnerischen Möglichkeiten habe ich noch. Ja, von denen war ich auf jeden Fall, das sind sehr schwere Aufgaben, die haben ein echt gutes Niveau und da lernt man viel, da bin ich sehr zufrieden mit. Genau, Anneline sagt auch, das sind über 20 Bücher, ob du die alle durchgearbeitet hast, aber da hast du ja selber schon gesagt, du denkst, du hast wahrscheinlich gar nicht alle. Also, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen sehr hart. Okay, hast du auch so Kasparov, die Vorkämpfer, hast du sowas durchgearbeitet? Weil es ist auch ziemlich harter Tobak. Nein, ich habe die Bücher gar nicht. Ich hätte die gerne mal gehabt. Ja. Ja, ich habe also, ich glaube, von Michael Marien auch irgendein Buch über die ganzen Weltmeister. Okay. Wo er dann halt so verschiedene Kapitel zu deren Spezialthemen gemacht hat. Ja, Michael Marien ist auch ein sehr, sehr guter Autor, kann ich auch nur empfehlen. Und er spricht auch alle Sprachen perfekt. Deutsch, Spanisch, Rumänisch. Italienisch. Auch ein sehr gern gesehener Gast auf den Open-Turnieren. So. Turm D8. Wir haben immer noch keinen Zugvorschlag aus dem Forum. Chat, jetzt wird es euch zu kompliziert, oder was? Traut euch mal. Vorhin wart ihr ganz mutig hier. Sehr gute Einfälle heute schon gelesen hier. Jetzt hat die Fiona sich hier das Herz in die Hand genommen und hat gesagt, so, es ist Zeit für meinen Big Point. Man muss sehen, ne? Die Gegnerin 2-4-30 ist ja schon was. Da muss man sich natürlich auch mal ein bisschen was trauen. Also, ich gebe euch mal einen Tipp. Der erste Zug ist ein Turmzug. Welcher Turmzug lacht euch an? Springer D5, okay. Das ist auch bestimmt okay. Ja, jetzt gibt es ganz viele Zugvorschläge. Springer D5, F5. Waren das auch deine Kandidatenzüge? Erzähl uns mal ein bisschen genau, wie du zu deinem Zug hier gekommen bist, Fiona. Ja, Springer D5 ist, glaube ich, der logischste Kandidat, den man vermutlich als erstes so checkt. Du musst die Dame, glaube ich, nach G1, ne? Genau, das ist. Und dann ist es immer so ein bisschen problematisch mit dem Läufer auf F1. Ja, jetzt gibt es zwar hier einen Schach auf C7, aber irgendwie hängt der F1 immer mit Schach und dann gibt es ja mindestens einen Damentausch und dann verpufft so ein bisschen der Angriff. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Deswegen wurde vom Meister Eder gerade auch F5 ins Kalkül gezogen. Kannst du dich erinnern, hast du den auch mal angerechnet? Oder war das kein Kandidat für dich? Ich denke, ich hätte zuerst halt den Zug gerechnet, den ich dann gespielt habe. Ja. Also erstmal praktisch die forcierteren Züge. Genau. Also, liebes Publikum, sucht nochmal nach einem forcierten Zug hier. Weiß sieht und steckt ein bisschen was ins Geschäft. Und ich hatte gerade eigentlich schon verraten, dass es ein Turmzug ist. Welcher Turmzug könnte es sein? Welcher lacht euch an? Und hat vor allen Dingen Fiona angelacht.
Turm D7. Okay, Turm D7, dann nimmt der Turm. Und, wie geht's weiter, Luca Kreativ? Ich glaube, hier geht es nicht weiter, weil die Dame ist in Gefahr und es droht wieder Dame G1. Ich glaube, hier hat man keinen durchschlagenden Erfolg. Dann nehmen wir mal den Zug vom Meister Eder. Turm schlägt H5. Sehr schön. Also Turm schlägt H5. Den hat Fiona auch gespielt. Jetzt muss natürlich die Gegnerin wieder nehmen auf H5. Und wie geht es denn weiter? Da ist wieder das gesamte Publikum gefordert. Wie spielt hier Weiß weiter kraftvoll nach vorne? Aha, Annelini kommt jetzt zu seiner Idee, genau, Springer D5, das geht jetzt so, Dame G1, trotzdem, ihr müsst mir sagen, wie es weitergeht. Das ist aber die aktuelle Partie und so hat Fiona auch gewonnen, aber es ist noch nicht zu Ende. Sie hat gerade eine Qualität ins Geschäft gesteckt und muss es jetzt weitermachen. Genau, F6 ist nicht mehr gedeckt und wie nutzen wir es aus, Annelini? Sehr gut, X, Y, Z. Silver Bullet XYZ, mein Gott, so komplizierte Namen. Springer F6, aber absolut richtig. Springer F6, Schach. So, der Springer kann nicht nehmen. Dann käme Turm schlägt D8, Turm schlägt D8 Schach, König E7 und Schachmatt auf D6. Okay, sehr schön. Also, deswegen, der König geht auch nicht gut hoch nach E7, weil dann ist ja auch Turm D7 mit Schach weg. Also ging hier der König nach F8. So, wie geht's weiter? Alles klar, XYZ. So, also, wie geht's denn weiter? Die Variante ist noch nicht zu Ende. Müsst ihr mir schon sagen, wie jetzt Fiona hier weitergespielt hat? Wir suchen immer nur die besten Züge für Weiß. Ist das denn deine stärkste Gegnerin, die du jemals geschlagen hast, oder hast du noch andere starke in dem Bereich gehauen? Das kann ich gar nicht so konkret sagen. Ich habe einmal gegen Lev Gutmann in Schnellschach gewonnen, das war schon ziemlich lange her. Mhm. Also Luca schlägt gerade nochmal Springer H7 vor. Okay, und wenn der König dann rausläuft nach G7, wie machst du weiter? Luca? Ja, XYZ, zu deinem Vorschlag kommen wir gleich. König H7. Also die Idee vielleicht von Luca war jetzt Dame C3, genau, sehr gut. Und nach König H7 wollte er Matt setzen auf H6. Das wäre ein schönes Matt, korrekt. So, das heißt, nach Springer H7 müsste der König nach E7 gehen und da steht er aber, glaube ich, auch recht sicher, weil jetzt der Springer hier keinen Zugang hat und jetzt hat er keine Zeit, für den wir hier die Dame ranführen, weil F1 auch hängt. Deswegen, Luca, deine Idee hat sehr gut funktioniert gegen König G7, aber gegen König E7 sehe ich zurzeit keinen durchschlagenden Erfolg. Deswegen gehen wir wieder zurück und nach König F8 wurde noch geboten von XYZ Dame D1 und von Abso Springer F6 schlägt D7. Schach, ja, da muss man zum Beispiel gucken, ob man jetzt hier nehmen kann. Das ist natürlich ein sehr naheliegender Zug. Turm schlägt, Dame schlägt, jetzt vielleicht Dame runter, Dame schlägt, Dame schlägt. Und hier ist gar nicht so klar, ob man hier nicht den Habauer ins... Der Habauer gefährlich sein könnte, oder? Ja, das hätte ich, glaube ich, aus... Ja, das hätte ich aus der vorherigen Stellung nicht so gern bekommen, obwohl vermutlich weiß trotzdem besser steht. Nein, das Endspiel ist sicher gut, ne? Man muss aber den Turm zurückbauen oder nach D3, aber hier hat man ja noch nicht so viel mehr. Ne? Das wäre ein Bauer mehr im Turm im Spiel. Ist sicher okay, aber... Also jetzt zum Beispiel tauschen wird jetzt nicht funktionieren, nur mal für die Freunde des Bauernendspiels. Also hier der König, der ist zu langsam, weil der Habauer, der ist echt mit großen Schritten unterwegs, der Harry. Und da würde der Weiße zu langsam dran sein. Also
Springer D7 geht sicher, aber wie Fiona schon sagte, will sie ein bisschen mehr raus haben. Und deswegen kommt jetzt auch der Vorschlag von XYZ und von Annelini zusammen. Annelini gibt uns auch noch direkt eine Begründung dazu und das gefällt mir natürlich sehr gut, weil Dame D1 ist eigentlich ein sehr, sehr starker Zug. Er deckt F1, überdeckt das und hat immer noch die ganzen Vorteile aus der Stellung von Dame D2, das heißt Druckspiel auf der D-Linie und es hängt immer noch die 7. Und er nimmt aber hier das Gegenspiel von Schwarz raus. Ja? Deswegen ist das auch der stärkste Zug und das war eigentlich schon der partieentscheidende Zug. Deine Gegnerin hat jetzt Turm H8 gemacht, jetzt hast du genommen auf D7. Der König geht raus. Und ja, jetzt Frage an das Publikum, wie kann hier Weiß seinen Vorteil verdichten? Also jetzt nochmal ein paar gute Züge machen. Und dann läuft das schon. Wer hat hier eine gute Idee nochmal für Weiß, bitte? Fiona, erzähl uns schon mal in der Zeit, ob du ein Lieblingsturnier hast. Hast du ein Turnier, das du schon ganz, ganz oft gespielt hast oder das dir besonders gut in Erinnerung ist oder wo du einfach auch mit vielen Freunden hingefahren bist oder sind es dann doch die Weltmeisterschaften, die halt was ganz Besonderes sind oder an welches Turnier erinnerst du dich am liebsten? Ja, jetzt, wo man so aus dem Jugendalter raus ist, erinnere ich mich halt oft an die Deutsche Meisterschaft auch, weil die war schon immer ein sehr schönes Turnier, es war super organisiert, es gab ein exzellentes Freizeitprogramm, auch wenn man meist keine Zeit hatte, bei den Doppelrunden und der Vorbereitung daran wirklich teilzunehmen. Ich fand, die Atmosphäre war auf jeden Fall so, im Kindesalter war super. Also ich denke, da gibt es kein besseres Turnier. Ja. Ja, und sonst spiele ich sehr gerne Frauenbundesliga. Okay. Weil ich da sehr gute Gegnerinnen bekomme und die Atmosphäre in unserem Team super ist. Absolut, genau. Also Willing kann man natürlich nur empfehlen, Deutsche Jugendmeisterschaft. Da lief auch heute noch die letzte Runde der Deutschen Vereins Jugendmeisterschaft U20 und auch weiblich und U16 wurde auch da komplett gespielt. Okay. Hier haben wir jetzt einige Vorschläge. Läufer H3, F5 mit der Idee F6 oder E5 mit der Drohung Springer F6 oder F5. Fiona, was meinst du? Konntest du dich hier nicht entscheiden? Zu viele gute Vorschläge? Ja, ich finde, alle Vorschläge sind gut. Ist schwer, sich zu entscheiden. Ich mache doch lieber den ich gewählt habe. Also Läufer H3 ist für mich einfach ein bisschen... Ich versuche schon mal die Damen zu tauschen und versuche es mir möglichst einfach zu machen irgendwie. Genau. Obwohl die anderen vermutlich nicht schlechter sind. Ne, also E5 sieht gut aus, F5 sieht gut aus. Matt setzen hier. Aber Fiona hat Läufer H3 gewählt, der ja auch im Chat hier vorgeschlagen wurde, unter anderem von Luca. Und die Idee ist einfach, Weiß hat ja hier materiellen Vorteil. Er hat einen Bauern und Springer und Läufer gegen einen Turm. Das sind also mindestens 2,5 Bauern mehr. Und ja, was soll Weiß machen, wenn er Schwarz machen? Er kann jetzt ja nicht auf D6 nehmen. Also die Dame hängt ja, er müsste hier nehmen. Und jetzt hat Schwarz immer noch kein Gegenspiel. Der Springer ist zweimal gedeckt. Und er kann sich auch nicht mit F6 befreien. Der wird auch mit GF geschlagen. Und jetzt könnte auch einfach E5 und dann F5 wieder folgen, weil... Selbst nach F5 kann Schwarz immer noch nicht auf D7 schlagen, weil dann F6 mit Schach kommt und der Läufer hat wieder Zugang zu dem Turm und der Turm auch. Und ja, das ist total verloren. Deswegen hat die Gegnerin hier natürlich auch versucht, noch die Dame auf dem Brett zu halten. Und Dame E3. Aber das ist nicht... das greift nochmal den Läufer an. Und jetzt hast du Läufer F5 gemacht. Nach Dame F4,
Jetzt brauchen wir nochmal einen starken Zug. Wie geht's denn hier weiter für Weiß? Das muss natürlich auch vorher gerechnet werden, weil sonst, wenn sich hier Schwarz alles schlagen kann, dann geht es auf einmal andersrum. Ne? Der Harbour kann nochmal sehr stark werden. Also jetzt der nächste Zug ist noch wichtig. Eigentlich die nächsten beiden Züge. Ne? Man muss ja erstmal die Ideen miteinander kombinieren können hier. Das stimmt. Sonst funktioniert das nämlich nicht. So, wer kann denn hier Matt setzen? Wer hat denn das Matt-Modul schon mal angeworfen? Also nur im Kopf, ne? Bitte hier keine Engines oder so laufen lassen. Wir wollen ja hier ein bisschen Gehirngurke machen am frühen Abend und freuen uns immer über gute Ideen. Also, G6 um das Feld E6 vorzukämpfen. Okay, ist eine Idee, kann man machen, G6. Idee von Annelini, aber es gibt was Besseres. Wo möchte denn am liebsten diese Dame hin? Und wie schaffe ich das? Ein bisschen Kreativität bitte. Da haben wir hier sogar einen, der so heißt. Luca Kreativ. Also. Der erste Zug ist wieder ein Turmzug. Wo kann der Turm am besten hin? Turm E6, boah, das ist eine harte Nummer. Turm E6, der geht. Was passiert dann nach FE? Ich glaube, das funktioniert nicht. Der die das Birne. Dame F6, ja, die Dame will nach F6, ja. Das ist eine gute Idee, aber Dame D4 ist, glaube ich, zu wenig. Weil dann kann ich Schach geben auf F1, dann müsste die Dame wieder zurück. Dann kann ich wieder zurückziehen. Turm F6, Abso, der gefällt mir sehr gut. Also, dann machen wir den Matt. Den hat nämlich auch die Fiona gespielt, deswegen ist das schon mal der richtige Zug. Turm F6, die Gegnerin spielte H4. Aber jetzt kommt eigentlich der Clou. Den musstet ihr bei Turm F6 schon gerechnet haben. Wie hat Fiona hier fortgesetzt? Jetzt brauchen wir noch ein paar kraftvolle Züge. Kannst du uns denn verraten, was dich am meisten beim Schach bis jetzt nach vorne gebracht hat? Ist es dein eigener Wille? Ist es ein besonderer Trainer? Ist es ein Buch, das dich so inspiriert hat? Oder? Ich denke, es ist einfach die Motivation, dass man praktisch alles dafür gibt, dass man trainiert, dass man ja auch sehr viel Zeit rein investiert. Und wodurch kommt diese Motivation bei dir? Willst du unbedingt gewinnen? Willst du Erste sein oder was möchtest du? Das auch, aber ich habe einfach sehr viel Spaß, aber mir macht es auch viel Spaß zu trainieren. Okay. So. Toffer sagt hier Dame D6. Ja, Dame D6 wäre toll, aber die ist leider gedeckt von der anderen Dame auf F4, die will uns rausschlagen. Deswegen gefällt mir die Idee von Luca sehr gut. Aber G6 wurde jetzt auch ein paar Mal vorgeschlagen. Ist auch sicher kein so schlechter Zug, aber man müsste jetzt natürlich Turm D7 berechnen. Und dann bin ich mir nicht so sicher. Also hier schlagen, dann wird die Dame nehmen. Und dann hat man nachher irgendwie das Problem. Ich glaube, hier geht der König einfach rüber und dann steht Schwarz auf Gewinn. Und ich habe aber schon den richtigen Zug gesehen hier. Der Luca hat schon E5 vorgeschlagen. E5, ne? Das macht nämlich hier den Zug von der Dame nach D6 zu. Das heißt, jetzt droht Dame D6. Und Schwarz kann zwar jetzt G5 nehmen. Aber nach Dame G5 können wir einmal kurz gucken. Okay, Dame D6, König E8
Und was ist jetzt am schnellsten? War das eine Frage an den Chat oder an mich? Nee, an dich, Fiona. An mich. Achso, ja, Tommy. Tommy 6 sollte funktionieren. F nimmt E6. Dame E6, Dame E7 und Läufer G6. Genau. Und das ist Schachmatt. Ja, sehr schönes Matt, das Fiona hier berechnet hatte. Tome E6, F, E, Dame E6. Ne? Der Springer macht hier einen super Job, passt auf F8 auf, die Dame passt hier auf. Es geht nur Dame E7 und jetzt kommt das wunderschöne Läufer G6 und alles ist gefesselt und geht nicht weiter. Und deswegen macht die Fiona so viele Taktikaufgaben, damit sie das zack, zack, direkt in der Schachbundesliga, ohne nachzudenken, sieht. Also, Läufer G6 wird noch greift Dame an und droht Turm F7. Ja, die Variante hatten wir gerade durchgespielt. Ich glaube, das hast du zu Recht nicht weiter präpariert. Nach Läufer 3, das sieht dann schon sehr gut aus für Weiß. Okay. Ich würde auch gerne mal so eine schöne Mattstellung aus Bad kriegen. Ja, absolut, kriegst du. Keine Frage. Und sonst einfach so viel trainieren wie viel, dann passt das schon. Also wir hatten als letzten Zug König, genau, das ist jetzt interessant, weil Schwarz nimmt jetzt das Schach aus der Stellung raus, das ist damit E6 und spielt direkt König E8. Und ja, jetzt ist natürlich Dame D6 gar nicht mehr stark. Das würde nämlich in das fürchterlich böse Dame F1 und Grundlinienmatt rennen. Also muss man hier, ist ja auch eine sehr starke Gegnerin, erstmal gucken, wie man weitermacht. Wie spielt denn Weiß hier weiter? Also gut, also die Motivation haben wir gerade schon gesagt und dann natürlich auch die unglaubliche Freude, den Spaß beim Schach selber. Und hast du noch andere Hobbys? Hast du noch Zeit eigentlich dann für irgendwas anderes noch? Ja, ich mache sehr gerne Sport nebenbei noch. Mhm. Und ja, Studium ist auch so eine Art Hobby. Studium ist auch eine Art Hobby für dich? Okay. Also du hast ja auch extra ein Studium ausgesucht, das dir viel Spaß macht, ja? Physik? Ja. Ja, gefällt dir schon sehr gut. Also das heißt, das fällt dir auch nicht schwer, das Lernen, sondern das machst du auch gerne. Ja, natürlich gibt es immer Sachen, die man dann nicht so gerne macht. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen dazu gezwungen werden, dann sich auch in Sachen reinzuarbeiten, wo man am Anfang denkt, dass sie einen gar nicht so interessieren. Okay. Dann haben wir. Ich suche immer noch einen Zugvorschlag von euch aus dem Chat für Weiß jetzt. Jetzt müsst ihr mal hier schön nach vorne spielen. Zack, zack. So lang kann der Kampf nicht mehr dauern. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, du machst ja sehr viel Sport, auch mit den Workouts und einfach auch draußen an frische Luft mal laufen gehen. Und wie nennt man dieses Springseil, was du hast da? Rope Skipping. Es ist praktisch nicht, es ist so ein Plastikseil, was in der Mitte mit Metall verstärkt ist. Ja. Also man springt halt viel schneller als mit so einem Springseil, sowas. Okay. Was halt aus Seil ist. Also vielen ist das Springseil schon zu schnell. Und das springt auch viel schneller. Okay, ja, das ist doch mal was Tolles. Also, sonst an Deutschen Schachbund wenden, dann vermitteln wir gerne, wie man richtig fit wird hier. So, G6 mit Durchlaufen. Läufer G6 mit E durchlaufen für Läufer G6. Ja, das sieht gut aus. Meister Eder hat es mal wieder gelöst. Also E6 hat Fiona gespielt. Der kann jetzt wieder nicht gut genommen werden wegen Läufer G6 Schach und dann wäre F4 mit Schach weg. Und in der Partie kam Dame E5. Jetzt ist das natürlich wieder trickreich gespielt, weil der kann nicht genommen werden wegen Grundlinienmatt auf D1. Kannst du dich noch erinnern, hattest du hier Zeitnot? Weil du kommst ja mal ganz gerne in Zeitnot. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber so wie ich mich kenne, werde ich nicht mehr so viel Zeit übrig gehabt haben. Ja, das wollte ich sagen, weil das musst du, glaube ich, noch ein bisschen hinkriegen mit deinem Zeitmanagement. Das habe ich so in Erinnerung. Das ist noch verbesserungswürdig. Da brauchst du vielleicht noch ein Coaching für. Okay, aber sonst gefällt mir das sehr, sehr gut. Also, deine Gegner hat Dame E5 gemacht. Und der feine Touch jetzt E schlicht F7 Schach. Der König muss natürlich auf E7, einziges Feld. Und
Jetzt muss ich noch wissen, wie es hier weitergeht. Wer sieht das? Wie gewinnt jetzt? Turm E6 wird geboten. Ja, Turm E6, dann kann die Dame natürlich nehmen. Und jetzt nehme ich E6 und es geht wahrscheinlich auch, ist aber nicht so klar wie die Partie. In der Partie spielte Fiona F8 Dame. Neue Dame. Turm schlägt F8. Turm schlägt F8. Und wenn jetzt hier der Turm nimmt, dann nimmt der Springer. Und wie gesagt, es ist halt am besten, halt hier alles vom Brett zu nehmen. Und so kam jetzt in der Partie Turm D7, Dame D7. Und jetzt der ruhige Zug A3, damit kein Grundlinienmatt mehr geht. Und hier geht wirklich gar nichts mehr. Ja, der G-Bauer ist stark, man hat eine Figur mehr. Der H-Bauer ist gestoppt. Von daher alles richtig gemacht. Riesensieg von Fiona in der Frauen-Bundesliga gegen eine sehr starke Gegnerin mit 2430 gelistet, die auch Interstar-Meister der Männer natürlich ist. Und du hast gerade schon gesagt, du liebst auch die Herausforderung, spielst immer sehr gerne gegen starke Gegner. Hast dich ja jetzt nicht ohne Grund gemeldet, da die Europameisterschaft zu spielen. Bei den Männern hast du die mitgemacht, hast einen sehr starken 2-6er-Großmeister gehabt, den Petrosian, hast die Herausforderung angenommen. Hier scheust du das nie in der Frauen-Bundesliga am ersten Brett. Und man sieht ja auch, gerade die beiden Gewinner im German Masters haben dir ja auch recht gegeben. Man muss nicht so sehr nach der Elo-Zeit gucken, sondern einfach, wenn man die richtige Motivation hat, und da bist du, glaube ich, auch ganz weit vorne, und du traust dir einfach was zu, und von daher bin ich da auch sehr zuversichtlich für die Zukunft mit deinen jungen 21 Jahren, dass wir da noch viel, viel Freude mit dir haben werden und noch tolle Siege feiern können. Und du warst schon Europameister U16, mal gucken, ob das bei den Frauen auch noch klappt. Das steht ja jetzt im August in Rumänien auf der Tagesordnung. Da wünschen wir dir alle schon mal sehr, sehr viel Glück. Jetzt geht es erstmal nach Tschechien zum Meisterturnier. Hast du gesagt, ab 1. Juli spielst du da. Und ja, dann den Meistergipfel Ende Juli, 24. Juli, können wir dich in Magdeburg wieder sehen. Und ja, du nimmst auch die Herausforderung an von den jungen Wilden. Ne? Da kommen ja ein paar andere nach jetzt, ein paar jüngere. Die Jana Schneider, die Annemarie Mütsch und die Lara Schulze, die sind ja nicht viel jünger als du, aber trotzdem pushen die schon und die wollen jetzt mal richtig dazulegen. Aber ich denke, das ist eine gute Bewegung da im Frauenschach, gerade bei uns in Deutschland. Und ihr könnt euch ja gegenseitig pushen. Und wie ich schon gesehen habe, du nimmst ja auf jeden Fall die Herausforderungen an und du wirst ja auch zusehen, dass du die ganz schnell überholst wieder. Ja. Genau. Ne? Danke, Sebastian. So, ja, ich würde noch aus dem Chat noch was zulassen, wenn ihr noch eine Frage habt an Fiona. Die ultimative Frage, Fiona, die geht auch an dich. Alle werden hier immer gefragt nach dem Familienstand. Verheiratet bist du noch nicht? Bist du in festen Händen? Oder kann der Chat sich Hoffnung machen? Ich bin in festen Händen. Ach, du bist in festen Händen. Also, Chat, ist wieder nichts geworden. Aber gut, ihr könnt natürlich trotzdem der Fiona immer schöne Augen machen und vor allen Dingen zu Simultanveranstaltungen einladen und was Gutes tun für das Schach generell und sie immer anfeuern und mitfiebern, wenn ihre Partien natürlich live übertragen werden. Und finde ich ganz großartig, wie du dich hier heute präsentiert hast. Und du bist in so jungem Alter, das habe ich ja auch bei meiner Faszination Schach schon erleben können, kann ich dir immer sehr viel Verantwortung übergeben und du stehst da immer schon deine Frau und bist da schon viel weiter als viele andere in deinem Alter. So, aus dem Chat kommt keine Frage mehr. Von daher, liebe Fiona, ich sage toi, 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 jetzt für deine nächsten Herausforderungen. Alles Glück auf Erden. Und dir, du bist der Gast, gehört das letzte Wort. Ich sage schon mal dann tschüss, weil ab morgen, wir machen jetzt nochmal großes Finale hier in der Kader-Show, dass wir alle A, B Spieler und Spielerinnen haben hier zu Gast. Und das heißt, morgen Abend ist um 20:30 Uhr der Georg Meyer zu Gast.
Am Dienstag ist der Dieter Livio Nisipiano zu Gast und am Mittwoch ist noch Vincent Keimer zu Gast. Das heißt, immer 20.30 Uhr hier einschalten bei uns bei Schach Deutschland TV. Und jetzt noch einen kleinen Gruß von Fiona. Was du noch auf dem Herzen hast, kannst du noch loswerden und Schach Deutschland hier mitteilen. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Sebastian, für deine Moderation und euch Zuschauern für die tollen Vorschläge und die guten Fragen. Super, alles klar. Dann sage ich bis morgen und Fiona, viel Erfolg bei deinen Herausforderungen und toi, toi, toi. Alles Gute, tschüss. Tschüss.